So, weiter geht's mit Animal Crossing New Horizons und ja, im letzten Part ist ja wirklich nicht viel passiert. Aber wir haben trotzdem ein bisschen Geld verdient, ein paar Käfer gefangen, ein paar Fischchen. Und jetzt wollen wir einfach hoffen, dass wir auf einer anderen Insel mehr Glück haben. Ich denke schon. Ein paar neue Früchte wären echt cool. Aber wir werden sehen. So, das Meilenticket nutzen. Und dann würde ich sagen, geht's einfach mal los, ne? Gut. Und dann kommen wir auch zur Frage des Tages. Tja, was könnten wir denn da mal nehmen? Was ist euer Lieblingsanime? Das würde mich interessieren. Ich kenne mich da ja auch ein bisschen aus und obwohl ich gar nicht so viel schaue, aber ich lese ja recht viel. Und wow, was ist das für eine Steininsel da hinten? Was ist das für eine Steininsel? Ganz ehrlich, aber diese Insel ist neu. Was mache ich da? Oh, du bist ein neuer Fisch. Zumindest kein Seebarsch. Doch. Schade. Schade. Ich dachte, es würde wirken. Dich habe ich leider auch schon, aber du bist gerne gesehen in meinem Beutel. Fast. Auch wenn du wahrscheinlich nur ein Wasserei bist. Mein Lieblingsanime. Schwierig, schwierig. Vielleicht Cowboy Bebop? Ja, ich glaube schon. Also gehört auf jeden Fall zu meinen absoluten Favoriten. Lieblingsmanga? Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Ja, One Piece lese ich auch noch gerne, wobei in letzter Zeit ist es ein bisschen anstrengend, finde ich zumindest. Hunter mag ich gerne, aber da sind die Pausen einfach viel zu lang. Ach, keine Ahnung, eigentlich gucke ich und lese ich alles. Ich bin da nicht so wählerisch. Solange es mich entertaint, ist alles akzeptabel. Was ist das da für eine Steininsel, ey? Komme ich da hin? Da komme ich auch gar nicht hin, ne? Ohne zu schwimmen. Und ich würde gerne schwimmen können. Aber das habe ich noch nicht erlernt. Karpfi? Schauen wir es von hier vielleicht? Nee. Vielleicht können wir einen Tauchanzug kaufen. Boah, nee, da komme ich nicht hin, ne? Moment mal. Wir fragen mal, Udo? Ja. Wow. Nein, 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 nein. Ich möchte schwimmen können. Wann kann ich endlich schwimmen? Habe ich auch schon.
Ich komme da nicht hin. Gleich von hier. Ah, jetzt kommt er in meine Richtung, ne? Nein. Bleib da. Kriegt das schon irgendwie hin. Ein Killifisch, den habe ich noch gar nicht. Ja, guck mal, hat sich schon gelohnt, auf die Insel hier zu kommen, ne? Man muss nur ein bisschen geduldig sein. Gesagt, dass da ein Fisch ist. Nein, ich will nichts herstellen. Ich möchte dich angeln, aber... Das ist gerade echt tricky. So. Wasserei, okay. Ich möchte zu dieser Steininsel. Aber ich habe noch keinen Schnorchel. Ich glaube, ich werde mal ein paar Meilen irgendwie ausgeben. Und vielleicht gibt es dann neue Sachen. Die sind alle so weit weg. Ich komme da nicht hin. Such a tease. Oh, ich bin zu fett. Doch, ich schaff's. Habt ihr gesehen, wie er sich da durchgezwängt hat? Wie witzig. Okay, jetzt kommt alle in meine Richtung. Fast. Ja, das war klar. Ich weiß, dass das klar war, aber... Nee, da komme ich nicht hin. Oh, sei bitte kein Wasserei. Sei wenigstens irgendwas anderes. Ein Kalmar oder Klischo oder sowas. Ach, nein! Das Häschen-Event kann langsamer vorbei sein. Ich krieg hier nämlich nur Eier. Ein Killifisch. Was haben wir hier? Makrele? Die Insel ist natürlich jetzt nicht so pralle, dadurch, dass wir nicht schnorcheln können. Frage ist auch überhaupt, ob das möglich ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nicht möglich sein sollte. Ich meine, auf einer Insel zu sein und dann nicht schwimmen zu können, das wäre ja schon echt irgendwie sehr komisch. Dang. Also irgendwie bin ich generell an diesem Animal Crossing Tag nicht so bei der Sache, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist der Wurm drin. Hier sind auch keine Käfer unterwegs oder sowas, ne? Da dreht er sich um. Boah, wow. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dahin werfe, dreht er sich wieder. Oder ich werfe daneben. Auch nicht schlecht. Ist viel zu weit. So, das könnte klappen, ja. Und es ist ein Wasserei. Wow. Du bist doch bestimmt auch ein Wasserei. Nee, wenigstens ein Schnabelbarsch, genau.
So ein krasses Muster und dann so ein komischer Name, ne? Also ich weiß auch, warum die Schnabelbarsch heißen, aber trotzdem. Dich habe ich auch schon, das ist ein Falterfisch. Denn dahin. So. Wasserei. Und Kalmar, wow. Ich hatte ihn aber schon ewig nicht mehr gesehen. Sonst noch irgendwo ein Fisch hier? Nö. Okay, schauen wir kurz hier nochmal nach. Ja, einen neuen Fisch haben wir jetzt gefangen, ne? Das ist eine schwache Ausbeute. 1000 Eier natürlich. Ja, vielleicht sind das hier nicht nur Makrelen, sondern was anderes. Makrele Nummer 1. Und hier haben wir Makrele Nummer 2, oder was? Ja. Schön. Schön, schön, schön. Mit Ansage. Das ist ein neuer Fisch. Nein. Leider nicht. Leider nicht. Tja. So viel kann man auf dieser Insel auch nicht machen, ne? Dadurch, dass... Oh, das sind Wasserfische. Einen davon hole ich mir. Ah, immerhin. So, hier oben. Das ist meine letzte Runde hier. Komme ich dahin? Komme ich dahin, ist die Frage. Yes. Okay. Plus Krebsi. Hier noch irgendjemanden unterwegs? Was bist du denn? Minifisch. Ein Seepferdchen. Habe ich auch schon. Aber wenigstens ist es hübsch. So. Da ist auch noch ein Fisch. Ein Ei? Ja. Okay. Ich glaube, während des Events werden wir nicht so viele Sachen neu entdecken. Und außerdem haben wir ja schon wirklich sehr viele Arten. Zeit für eine neue Jahreszeit, aber ich werde nicht irgendwie das Datum umändern oder sowas. Ich weiß nicht, das finde ich nicht gut. Ist wie Cheaten eigentlich. Und das ist, glaube ich, nicht das, worauf es bei Animal Crossing ankommt, tatsächlich. Man soll ja hier so eine Routine reinbringen und einfach so das nehmen, wie es kommt.
und nicht irgendwie sein Glück erzwingen. Aber ja, er kann natürlich das spielen, wie er will. No judge hier. Ich interpretiere das halt einfach nur so. Das ist ja wie so ein persönliches Tagebuch, auch jetzt hier gerade, was wie ich das aufnehme. Ihr kriegt mich ja sozusagen jetzt jeden Tag mit. Auch wenn ich nicht so viel von mir preisgebe, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ein Goldfischli. Tauschen. Tja, was geben wir denn ab? Die Kaulquappe. Hui. So. 16 Minuten haben wir auf der Insel verbracht ungefähr. Solide. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Ding, 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 ding. Ja, ihr auch. Du bist neu, ne, Kili? Ein Fossil habe ich auch. So, war's das. Ich glaub schon. Da bist du. Yes. Gut. Auf zu Eugen. Und dann wollte ich noch irgendetwas machen, aber ich hab's... Ach ja, stimmt, ich wollte mir mit dem Meilen... Au. Mit den Meilentickets. Mit den Meilentickets wollte ich mir was holen. Gott. So. Analysiere erstmal. Schau mal. Nach einer Anomalokasis. Ah, okay. Nicht schlimm, Eugen. Ist ja meine Schuld, dass ich so ein schlechter Forscher bin. Kili. Sehr gerne. So, der faszinierende Kilifisch. Wussten Sie, dass es über 1000 verschiedene Arten gibt? Liebe Zeit, wie soll man bei diesem Familienstammbaum den Überblick behalten? Mein Favorit ist der Mangrovenkilifisch, der wochenlang an Land überleben kann und Luft atmet. What? Fisch im Weltall, wow. Ah, das ist faszinierend. Nicht schlecht. Coole Info. Sehr gute Info, Eugen. Ich bin zufrieden. Kann man das Fossil auch verkaufen? Okay. So, dann haben wir ein paar Meilen abzuholen. So, was haben wir denn sonst noch hier alles? Da fehlt mir noch einiges. Da fehlen mir gar nicht mehr so viele. Oh, ich habe sogar noch mehr. Ah, ich verstehe. Boah, ich habe schon 50 Ballons abgeballert. Not bad. Da ist er ja. Der Kilifisch. Ah, ja. Mich interessiert mal kurz Folgendes.
Bei aktuell aktive Zeit. Was sehe ich denn da? Wie kann ich das deuten, wenn der Zeiger da so ungefähr bei 14, 15 Uhr ist? Ach so, das ist jetzt meine. Das wird mir ja überall so angezeigt. Ah, okay. Ah, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Was ist mit dir? Okay. Dich gibt es nur zur Mittagszeit. Dich gibt es immer, dich gibt es gerade gar nicht. Interessant, okay. Haben wir das auch gecheckt? Das ist das Picknickset, Kirschblütenzweigbündel, Kirschblütenschirm. Okay. Genau, bevor ich es vergesse, kaufen wir ein bisschen ein. Ja, schön sauber machen. Dann holen wir das hier. Und dann holen wir auch das letzte. Dann habe ich zwar überhaupt keine Meilen mehr, aber... Was sollen wir machen? Nee, sonst haben wir auch nichts, ne? Das ist alles. Wobei ich hole den Kanaldeckel, glaube ich. Vielleicht kommt ja Resetti. Wer weiß? Who knows? Ja. Wobei, die kann man mehrmals kaufen, ne? Oh, das ist cool. Der Springbrunnen ist auch cool. Jetzt kann ich mir das nicht leisten. Okay. Schade. Dann das nächste Mal. Was haben wir hier so Neues? Was haben wir hier sonst noch? Okay, die kann ich dann. Okay. Wow. Okay. Gecheckt. Dann, wollen wir doch mal einen Spiegel irgendwie herstellen, dann können wir mal gucken, was es so für Frisuren gibt. Wobei, habe ich nicht einen sogar zu Hause? Egal, schauen wir kurz mal nach. Das sind die ganzen Häschentag-Sachen. Holzspiegel, was brauche ich dafür? Fünfmal Holz. Kriegen wir das irgendwie so gebacken? Ja, wenn das so weitergeht, auf jeden Fall. Zwei habe ich schon.
Also zweimal normales Holz. Eins, zwei, drei, viermal. Okay, läuft ja wirklich sehr gut. Schade. Knapp, knapp, knapp. Sehr gut. Da haben wir es doch schon zusammen. Und Hartholz eigentlich auch sehr gut gefarmt, aber... Das ist jetzt erstmal egal. Was mit dem Fisch? Ist das ein Wasserei? Eigentlich nicht, ne? Dafür ist er zu fett. Wobei doch, das ist eigentlich die Größe von einem Wasserei. Gut, 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 gut. Ja. Genug fürs Erste. Dann schauen wir mal. Ist auch, wo wir den hin platzieren. Einfach in die Ecke gleich, ne? Das Lager. Was haben wir denn hier? Ah. Ach, das muss ich auch erst herstellen. Ah, ich verstehe. Ah, okay. Okay, okay, okay. Was? Was? Ach so, das ist so ein Spiegel, der... den man nicht an die Wand platziert, sondern hinstellt, oder was? Ja, okay. Dann tun wir dich weiter nach hinten. So. Ändern wir was. Nee. Hier sind die Frisuren. Sind das jetzt mehr Frisuren? Eigentlich gefällt mir die Frisur so. Oh wow, das ist witzig. Das ist typisch koreanisch, muss ich sagen. Nein, wir bleiben erstmal so. Was brauchen wir denn für einen Kanaldeckel? Ja, nur Eisenerz, habe ich mir gedacht. Herstellen. Genug. Wo packen wir dich denn hin? Oh, du bist ein großer Brocken. Du bist ein großer Barsch. Ein großer Barsch bist du. Und ein Reifen, noch besser. Ganze 8 für den Kackreifen, ey. Ja, wo platzieren wir das denn hin? Eigentlich würde ich es irgendwo hier hinpacken, aber... Wie wäre es einfach hier? Erstmal. Okay. Passiert ist nichts. Aber ist nicht schlimm. So, ja, diesmal ist wirklich nicht so viel passiert.
Schade eigentlich. Aber kann ja nicht immer, oh, kann ja nicht immer so viel Action sein. Oh, du fliegst nach. Wow, der Schatten täuscht aber ganz schön. Dang. So, das sammeln wir noch schnell ein. Schauen nach, was drin ist. Ein Flipper. Was bedeutet das? Ach so. So ein Flipper. Cool. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Und wo sind meine Gesoiden? Gesoiden, mein Schnorchelset. Es fehlt mir alles. Naja, vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr Sachen ausbauen. Ob ich eine Brücke baue oder sowas? Obwohl, ich habe, glaube ich, nicht genug Geld, weil ich den Kredit hier abbezahlt habe. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Und vielleicht sehen wir uns ja auch morgen wieder. Also, bis dann, Leute. Tschüss.